Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge F1 2016. Der Onkel Nubi ist unter die Rennfahrer gegangen. Wir stehen hier schon in der Startaufstellung bei unserem ersten Rennen in Australien, in Melbourne. Ja, wir sitzen in einem Ferrari in Anspielung auf die ETS2-Videos, wo ich immer so schön über die Ivecos jetzt hier, ne, dachte ich, das Adäquate wäre dann, wenn ich natürlich auch im F1 etwas nehme, was so ein bisschen an Iveco erinnert. Ne? Iveco gehört zu Fiat, Fiat gehört auch gleichzeitig Ferrari. So, Rennstrategie soll ich festlegen. Ich bin ja so ein kleiner Noob in solchen Spielen. Ich gebe das ja zu, ne? Alles, was nicht unbedingt eine LKW-Simulation ist, weiß ich nicht so recht Bescheid, was ich tun soll. Und ich will mal hoffen, dass ich dann wenigstens die erste Runde überlebe. Ferrari sagt natürlich, ich soll unter die ersten drei kommen. Das wage ich zu bezweifeln. Naja, wir wollen unser Rennen mal starten, ne? Wir wollen mal hoffen, dass wir die erste Runde überleben. Kupplung halten, Gas geben. Und los geht die wilde Fahrt. Oha, das geht doch schon mal schief. Mal lieber aus allen Ärger in der ersten Kurve so ein bisschen raushalten. Lieber verliere ich am Anfang ein paar Plätze, aber dafür überlebe ich dann wenigstens. Tja, Fahrhilfen größtenteils ausgeschaltet. Kein Bremsassistent, kein Traktionshilfe hier. Und das merkt man dann auch schon. Ne? Ich verliere Platz um Platz. Oh Gott. Ferrari möchte, dass ich auf mindestens Platz 3 ankomme. Ich glaube, ich fürchte, das wird jetzt schon nichts mehr. Ich bin ja mal froh, wenn ich einigermaßen überhaupt über die Strecke komme. Ja, 50% des Rentens werden wir hier zusammenfahren. Falls das dann überhaupt alles so lange dauert. Tja, das Einzige, was noch an ist, an Helfern, ist die Automatik. Das Fahrzeug schaltet quasi alleine. Und halt hier, wie ihr seht, dieser Wegvorschlag, ne? Weil, muss zugeben, sonst treffe ich nicht mal anständig die Strecke. Und da ziehen sie mir auch alle schon davon, ne? Oh, blockierende Räder, blockierende Räder. Oh Gott, ja. Alles ein bisschen anders als in einem LKW. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, heißt es ja auch eigentlich, ne? Oh Gott. Ich würde mal sagen, Hauptsache wir kommen lebend an. Noch ist das Auto einigermaßen heil, ne? Ich habe die erste Runde überlebt. Die erste von 29. Eieieiei. Das kann ja noch was werden. So. Schön dranbleiben. Die Lücke nicht zu groß werden lassen. Ich freue mich auch schon, falls wir dann nachher auf die weißen Reifen wechseln dürfen. Mit denen bin ich im Training gar nicht klargekommen. Meine Trainingssession war sowieso schon gleich vom ersten Unfall begleitet. Hat die Rennleitung gleich gesagt, ne? Das kostet dich fünf Plätze. Fünf Plätze nach hinten automatisch gesetzt worden. Die KI-Einstellung hier bei mir auf Mittel, das ist für mich schon eine Herausforderung. Ich weiß, der eine oder andere von euch ist da natürlich Profi, hat sie hier schon wahrscheinlich auf hoch. Ich nicht. Ich bin froh, wenn ich hier so überlebe. Und einigermaßen dranbleibe. Oh. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Grüne Flagge, ja. Und alle schön in Reihe vor mir. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Oh. Hallo, ich bin mit der Wagen hinter Ihnen. So. Und noch eine Runde überlebt. Immerhin nicht rausgefallen und schon auf Platz 14 gekommen. Ey, mach Platz hier, das ist mein 13. Platz, hau ab.
Habe ich doch wirklich einen überholt. Wie konnte das nur passieren? Vorsicht zahlt sich halt doch aufs. War vielleicht auch so ein bisschen Zufall. Oh, der Wagen schlittert ja jetzt schon. Aber noch bleibe ich eigentlich ganz gut dran, ne? Also ich hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Und auch immer noch im Rennen. Also klar, Plätze verloren beim Start, ne? Mangelhafte Ausführung der Startposition, würde ich mal sagen. Aber immerhin noch am Leben. Pfeiler. Oh, das ist aber schade, dass das seine Leistung nicht beeinflusst. Ich würde natürlich das lieber hören, wenn es seine Leistung beeinflusst. Aber Hauptsache, ich fahre mir meinen nicht kaputt. Uah. So, DRS aktiviert, machen wir natürlich auch an. An alle DRS kommen wir auch nicht dichter dran. Wahrscheinlich verpasse ich jetzt den Bremspunkt. Ach, hör auf mit deiner alternativen Strategie. Ich habe da jetzt keine Zeit für. Ich bin ja mal froh, wenn ich den Wagen auf der Straße halte. Uah. Da quietschten wieder die Reifen. Uah. Was bremst der denn auf einmal? Ja, ja, verschlimmbessert. Fährt sich aber noch recht normal. Hacken, Gas und dran geblieben. Höchste Konzentration. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja, würde mich auch wundern, wenn es in Australien regnen würde. So, jetzt kriege ich dich aber. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Ja, will ich natürlich. Wo mache ich das? Okay, Abstand zum Teamkollegen 13,6 Sekunden. So, den Motor auf Fett gestellt, damit er mehr Leistung hat. Irgendwie klebt meiner am Arsch. Mein Teamkollege natürlich, der Herr Vettel. Natürlich, der ist schon meilenweit weg. Müssen wir uns wohl mit der Rolle des zweiten Fahrers im Team so ein bisschen zufrieden geben. Aber ich schätze, bei meiner Leistung wird mich Ferrari dann auch bald rauswerfen. Immerhin, der Wagen lebt noch, ne? Noch nicht allzu kaputt. Soll sich Ferrari mal nicht so über meine Fahrkünste beschweren. Hätten sie mir ein Iveco gegeben, würde die Sache hier auch viel, viel besser laufen. Ja, mit Platz 13 bin ich ja momentan mehr als zufrieden. Oh, Herr Rosberg ist aus dem Rennen, stand da eben. So kommt man natürlich auch immer Stück für Stück den guten Positionen näher. Außer man verbremst sich. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Könnt ihr mal sehen, so schlecht bin ich ja gar nicht. Boxenstoppfenster ist offen. Das heißt, wir gehen bei Gelegenheit dann auch mal an die Box.
Bisschen abkürzen wird ja wohl erlaubt sein hier. Aber irgendwie komme ich nicht dichter an meinen Vordermann ran. Ich habe das Gefühl, der haut mir sogar so ein bisschen ab. Mmh. Uah. Wildes Gegengelenke hier. Natürlich, Chef, wenn du sagst, komm rein, dann komme ich auch rein. Kein Problem. Dann fahren wir mal zu den Boxenludern. Komm ja eh nicht an meinem Vordermann hier vorbei. Oh, dann wird der 12. Platz ja auch gleich dahin sein, wenn ich jetzt schon in die Box habe. Leichter Drift. Aber noch gefangen. So, ab zu unserem ersten Boxenstopp. Kann nicht mehr. So, die gehen auch schon wieder in ihre Box. Hier ist meine Box. Hau rauf den Reifen. Neuer Frontflügel. Dankeschön, das kostet natürlich noch mehr Zeit. 6 Runden schon überlebt. Ich bin ja richtig stolz, ne? Also 6 Runden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so lange hier im Rennen mit dabei sind. Aber dafür schon auf Position 17 jetzt zurückgefallen. Eieieiei. Ja, danke für den Tipp. Die Reifen sollten ein bisschen warm werden. Er war stets bemüht, sage ich mir. Er war stets bemüht. Oh, viel zu früh gebremst. Ei, das hat Zeit gekostet. Aber jetzt ist auch keiner da vor mir, an dem ich mich so ein bisschen orientieren könnte. Theoretisch würde das ja bedeuten, freie Fahrt, ne? Freie Fahrt heißt ja eigentlich in der Formel 1, alles geht schneller, aber wenn ich keinen habe, an dem ich mich orientieren kann. Leckt das Spiel mal kurz. Oh, schlecht genommen die Kurve, ganz schlecht. Eieieiei. Dass ich immer noch liebe, ist wirklich ein kleines Wunder. Mal sehen, wann die anderen zu ihren Boxenstopps kommen. Die Kurve ist nicht so meins. Ob wir da wieder ein paar Plätze denn vielleicht auch gut machen. Immerhin war ich ja mal auf Platz 12 irgendwann. Irgendwann. Aber immer noch weit weg vom Platz 3, den Ferrari ja so gerne für mich hätte. Den ich ja im Teamsinne dann auch erreichen sollte. Da sind wir noch weit von weg. Aber immer noch freie Fahrt. Superweiche Reifen, ich glaube, die habe ich auch drauf. Theoretisch sollte ich ihn ja dann hinter mir halten können. Immerhin fahren wir doch einen motorisierten Iveco. Oh. Ich schätze mal aber, dass der Wagen so schlecht platziert ist, liegt mehr am Fahrer des Grids. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,1 Sekunden. 3,1 Sekunden, alles gut. Sebastian ist in der Boxengasse. Ja, grüß den Sebastian von mir, wenn er in der Boxengasse ist. Ich werde ihn wohl in diesem Rennen nicht mehr sehen. Außer überrundet mich vielleicht noch. So, die Kurve mal etwas vorsichtiger hier anfahren. Das ruppelte gerade so schön. Ja, Platz 14, Platz 13 sind wir jetzt sogar schon wieder.
Also fast wieder an der Stelle, wo wir vorhin auch waren. Ein bisschen nach außen gekommen. Na? Wilder Kampf hier am Lenkrad. Bisschen früh gebremst, dafür nicht doll genug. Rächt sich sofort wieder. Aber beim ersten Grand Prix ist das Ziel ja einfach irgendwie nur überleben und ankommen. Und als kleiner Bonus vielleicht sogar noch durch den Ausfall der anderen Fahrzeuge. Uah, Ausfall andere Fahrzeuge, nicht ich selbst. In die Punkte vielleicht sogar noch mitzukommen, aber so optimistisch gehe ich da mal noch nicht ran. Ne? Im Moment bei dieser Fahrweise heißt es einfach nur überleben. Wahrscheinlich werfe ich das Rennen dann selber irgendwann weg, weil ich eh irgendeine Kurve nicht richtig kriege. Und für mich ist so ziemlich jede Kurve hier irgendwie eine Herausforderung, muss ich gerade mal sagen. Oh, ein bisschen wenig Gas, ne? Mehr Gas geben in den Kurven. Dann kommt man vielleicht auch mal an seinen Vordermann ran. Immer noch Platz 13. Oh, den Pfeiler stehen lassen. Und schon 10 Runden quasi überlebt. Also, ich will da jetzt gar nicht so meckern. Ich bin eigentlich theoretisch zufrieden im Moment noch. Es lebt noch. Es ist immer noch auf der Rennstrecke. Oh, Kurve. Und ich sehe auch mal wieder einen Vordermann so ganz weit am Horizont. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Jetzt schon wieder? Ach, sabbeln mich nicht immer an, wenn ich mich aufs Bremsen konzentrieren muss. Hab keine Zeit für deine alternativen Strategien. Hau mir irgendwelche Reifen drauf und dann ist gut, sag mir, wann ich in die Box kommen muss. Das ist schön. Ja, das wollen wir lieber alle nicht, dass ich hier jetzt mehr aufdrehe. Wir wollen mal alle hoffen, dass das reicht, um den Wagen auf der Straße zu halten. Und im Moment komme ich auch so an meine Vorderleute irgendwie so ein bisschen ran, habe ich das Gefühl. Aber rankommen heißt noch lange nicht vorbeikommen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,3 Sekunden. 1,3, dann fehlt nicht mehr viel, dann bin ich im DRS-Fenster. Dann kriege ich dich. Grosjean. Kein Problem. Dich hole ich. Mit Chance überleben wir das Überholmanöver auch beide. Vielleicht. Ah. Und. Ja, wir sind 12. Wie, Boxenstoppfenster schon wieder? Ich habe gerade hier einen überholt. Den Platz will ich doch nicht schon wieder aufgeben. Hm.
Ich bin doch gerade wieder da angekommen, wo ich vor meinem letzten Boxenstopp aufgehört habe. Den wollen wir doch nicht schon wieder verlieren. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 0,7 Sekunden. 0,7 Sekunden, was sagen denn meine Reifen? Kann mal einer von euch eben gucken? Okay, doch noch. Das sieht doch noch gut aus. Da muss ich doch noch jetzt schon an die Box fahren. Da können wir doch lieber noch ein paar Runden mit den Reifen fahren. Die sind auch noch gut. Ich ziehe da mal eine alternative Strategie in Erwägung. Liebe Box. Ich entscheide das jetzt einfach mal selber. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Das mach mal. Sag mir mal Bescheid. Sag mir mal Bescheid. Ich versuche so lange hier draußen zu überleben. Und da haben wir gleich wieder DRS außer. Eieiei, das ging ja fast schief. Da haben wir anscheinend wieder ein paar Plätze gerade gut gemacht, ne? Da sind ein paar aus der Box rausgekommen. DRS wieder verfügbar. Und mir klebt doch schon wieder einer am Arsch. Wieso bin ich gerade so viel schneller als die anderen? Gibt mir zu denken. So langsam habe ich mich auch ein bisschen eingegroovt. Kann mir zumindest grob merken, wo welche Kurve als nächstes kommt. Gut, die Bremspunkte sitzen natürlich immer noch nicht perfekt. Aber fürs erste Rennen mal gar nicht so schlecht. Immerhin schon mal wieder auf Position 8. Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,2 Sekunden. Ja, sappel mich nicht immer an, wenn ich in den Kurven gerade das Kämpfen anfange. Was bist du denn für ein Renningenieur? Kannst du das nicht auf der Geraden erledigen? Nicht schon wieder. Ich glaube, so langsam fangen die Reifen doch an, ein bisschen arg abzubauen. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Danke. Ich ziehe in Erwägung, auch gleich reinzukommen. Herr Hamilton, guten Tag. Dass ich Sie in diesem Rennen nochmal sehen muss, hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber da zieht er auch schon davon, ne? Ja, der ist auch ziemlich schnell. Meine Reifen dann doch schon ziemlich am Limit. Kein Wunder bei den Bremsmanövern. Du sollst mich nicht immer in den Kurven anlabern. Okay, ich komme gleich rein. Haltet die Getränke bereit, ich bin gleich da. Boah. Mal sehen, wo wir denn gleich wieder rauskommen. Platz 7 haben uns ja im Vergleich zum letzten Boxenstopp doch schon so ein bisschen nach vorne gearbeitet. So. Jungs, macht eure Arbeit gut. Ich habe den Frontflügel auch diesmal heil gelassen. Da ziehen sie wieder alle an mir vorbei, ne? Oh Gott, die weißen Reifen, die mag ich gar nicht. Ist okay. Platz 12. Platz 13. Auf den Reifen bis ins Ziel schaffen? Oh, da hat mich doch glatt einer von hinten angestupst.
Hallo? Box? Könnt ihr mal die Rennleitung hier informieren? Da hat mich einer von hinten eben heftig angebumst. Was ist los? Bleibt nicht stehen. Sag mir mal was zu dem Mann hier vor mir. Der mir eben so schön von hinten reingekachelt ist. Und mir hier jetzt im Weg steht. Mach Platz, du willst es doch auch. Ja, Entschuldigung, der andere vor mir war eben so langsam. Da konnte ich keine Renngeschwindigkeit aufbauen. Wow! Oh, durchdrehende Räder wieder hinten. Ach, Grosjean. Dass sie sich mir immer in den Weg schmeißen müssen, ne? Darf natürlich meine Reifen jetzt auch nicht so verheizen hier beim irgendwelchen wilden Überholmanövern. Soll damit ja bis zum Ende kommen. Aber ich habe den halben Rasen da drauf hängen, ne? Und die weißen Reifen habe ich schon im Training gemerkt. Das sind nicht unbedingt meine Reifen. Ich brauche halt mehr Reifen mit Haftkleber drauf. Und ich glaube nach wie vor Platz 3, wie Ferrari sich das wünscht. Da sind wir weit von weg. Aber wir leben immer noch. Mit meinem, oh, ich könnte ja mal ein bisschen auf Fett stellen. Ne? Wir haben ja noch Überschuss an Sprit, da geht ja noch was. Da sind ja noch Leistungsreserven. Ich kriege ihn noch. Platz 11 ist doch wohl noch drinne. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Ja, grüßt ihn von mir, den Sebastian. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Hallo, Herr Grosjean. Wir beiden haben gleich eine Verabredung auf der Geraden, das sage ich dir. Da hole ich dich. So, Gott, ist der schnell. Trotz DRS. Kurve nicht gekriegt.
Ich sitze fest. Ich glaube es nicht. Da hat er mich doch so dermaßen abgeschossen. Ja, ja. Was? Der Wagen ist... Der hat mich auch abgeschossen. Was ist denn los hier? Ich habe eine Kollision verursacht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Und irgendwie schlittert der Wagen nur noch. Der hat mich eben abgeschossen da in der Kurve. Der hat mir überhaupt keinen Platz gelassen. Du weißt, dass du die Bremsbaulaufs nach hinten regeln kannst, oder? Ach. Blockieren deine Vorderräder eventuell nicht mehr. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Ja, ich auch. Willst du die Strategie ändern? Nee, ich komme in die Box. Nix, Plan weitermachen. Obwohl, wir sind auf Platz 15, aber der Wagen lässt sich momentan sehr schwer steuern. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die noch hinter mir halten kann. Wir versuchen es noch mal ein bisschen. Wenn ich jetzt in die Box gehe, verliere ich ja umso mehr Plätze. Aber den Kurven wirklich ganz schlecht zu lenken im Augenblick. Wahrscheinlich fahren sie jetzt gleich mit DRS an mir vorbei. Wir bleiben einfach tapfer draußen. Stellen uns mitten in den Weg. Und lassen sie nicht vorbei. Ist doch ein guter Plan. Wow. Der hat mich schon wieder von hinten angebufft. Kann doch mal die Rennleitung einschreiten. Eieieiei. Und die Kurve auch erstmal wieder sauber rumgekommen. Aber über die Vorderräder schiebt der Wagen jetzt wirklich dank des defekten Frontflügels um einiges mehr. Oh Gott, noch 10 Runden. Ehrlich, soll ich das denn überleben? Eieieiei. In den Kurven natürlich jetzt um einiges langsamer als vorher noch mit heilem Frontflügel. Da kommen die natürlich mal alle schön wieder an mich ran. Aber wir haben ja den guten Ferrari-Power. Der wird uns schon noch irgendwie ins Ziel retten. Und wieder schön weit aus der Kurve getragen. Ja, Highspeed-Kurven ist jetzt nicht mehr viel Highspeed. Eigentlich ist keine Kurve irgendwie mehr richtig schön. Oh, die auch nicht. Die auch nicht.
Oh Gott. Ich hoffe, vor mir müsste vielleicht noch mal der eine oder andere an die Box. Ich habe ja die stille Hoffnung. Die hinter mir bestimmt nicht mehr. Hinter mir ist ein richtig schönes kleines Verfolgerfeld, ne? Alle werden sie von mir erstmal ein bisschen aufgehalten. Aber ich kämpfe hier um meinen 14. Platz. In der stillen Hoffnung, dass vor mir vielleicht noch einer in die Box fahren muss und auch ausfällt vielleicht. Vielleicht komme ich ja noch in die Punkte. Zumindest, wenn ich die anderen hinter mir lasse. Meine Box ist so merkwürdig ruhig, die erzählen mir gar nichts mehr. Die halt schütteln wahrscheinlich im Moment immer noch mit dem Kopf und sagen, oh Gott, was haben wir uns da nur angelacht? Wäre er bloß bei den LKWs geblieben? Aber nein, er musste ja hierher kommen und sich bei uns in den Rennwagen setzen. Aber immer noch vor dem Verfolgerfeld. Boah, zu stark, zu stark. Aber die KI für mich in der richtigen Dosierung, ne, nicht gleich einfach leicht auf den ersten Platz fahren, sondern schön anstrengend im Mittelfeld mitfahren. Ja, so ist das Rennfahrerleben halt auch mal, ne? Nicht immer nur vorne, da muss man das auch gleich mal sich so einstellen, dass man eine Herausforderung hat. Kriegt man halt keine Punkte, ne? Gewinnt man nur höchstens einen Blumentopf. Und bestimmt keine anerkennenden Worte vom Team, aber ja, was soll ich sagen? Ich fahre hier halt mein eigenes Rennen. Ich bin immer noch glücklich, weil ich bin immer noch dabei. Ich bin immer noch auf der Strecke. Stille Hoffnung, dass ich das Rennen sogar zu Ende fahre. Falls mir nicht hier wieder, ne, einer gleich nochmal rausschießt. Oh Gott. Dass ich das selber mache, glaube ich jetzt mal nicht. So langsam habe ich mich auch an meinen Vorderflügel, dass er da nicht mehr so ganz funktioniert, auch gewöhnt. Bremsen wir halt ein wenig eher. Der Hintermann kommt ja trotzdem nicht vorbei, wenn ich hier mitten im Weg stehe. Außer der schubst mich unfair an. Bisschen stark aufs Gas gegangen. Ja, schnellste Rennrunde. Die hole ich mir auch gleich noch. Ja, das musst du mir sagen, ne? Schön unter die Nase reiben, dass ich nicht schnell genug bin. Dankeschön, liebe Box. Danke, lieber Renningenieur. Sag doch mal wieder was Lobendes zu mir, ne? Toll, dass du den anderen hinter dir hältst, dass du das kaputte Auto noch so schön auf der Straße hältst. Das machst du ganz toll. Irgend sowas? Aber nein, sowas krieg ich hier ja nicht zu hören.
Oh, fast die Kurve wieder nicht gekriegt. Was sagen denn die Reifen? Uiuiui. Und die sollen noch bis zum Ende des Rennens halten. Das halte ich für ein Gerücht. Nicht bei meinen Bremsmanövern. Und mein Hintermann klebt mir brav am Popo. Wer ist denn das da vor uns? Ist das etwa einer, der Platz 13 hat? Komme ich doch noch ein Stück nach vorne? Aha. Oder auch nicht noch. Oh. Zu sehr ablenken lassen durch die Zeitinformation oben links. Hat sich gleich wieder böse gerecht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. 5 Runden. Ja, dann komme ich ja gerade so ins Ziel, ne? Da haben wir ja Glück. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Ja, den halten wir schön auf Distanz, kein Problem. Aber ich fürchte, es muss irgendwie keiner mehr an die Box gehen und es wird wohl keiner freiwillig seinen Platz noch hergeben. Eine Chance kriegen wir dann vielleicht noch den vor uns da. Aber nur, wenn wir auf der Strecke bleiben. Aha, da bin ich wieder. Wollen wir doch noch mal so ein bisschen fighten zum Ende des Rennens. Vielleicht kommen wir wenigstens noch auf Platz 13. Vielleicht. Denn der vor uns scheint auch nicht mehr auf den frischesten Reifen unterwegs zu sein. Gut, wir jetzt auch nicht mehr. Oh Gott. Schon wieder den halben Rasen aufgesammelt. Ja, rutschig. Ja, du, ich hatte da eben ein kleines Problem. Der Regen ist im Moment gar nicht so das Problem. Ich habe da mehr Bremsprobleme gerade, weil ich irgendwie so ein bisschen Rasen auf den Reifen hatte. Und jetzt klebt der hinter mir wirklich am Arsch. Holla the Wuppenfurry. Oh, viel zu weit rausgekommen, viel zu weit. Halt ihn hinter dir, halt ihn hinter dir. Jetzt ist der vor uns schon wieder Kilometer weit weg. Konzentration, Konzentration. Lass dich hier nicht so gehen jetzt. Aber der Reifen lassen auch jetzt merklich nach. Kein Wunder bei diesen Bremsmanövern hier die ganze Zeit. Habe ich schon 87 Bremsplatte auf jedem Reifen. Jetzt kriegt er hinter uns bestimmt DRS. 3 Runden mehr. Das ist schön. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ganz andere Sorgen habe als den Benzinverbrauch gerade. Ich habe davon geträumt, Platz 13 vielleicht noch zu holen. Jetzt bin ich froh, wenn ich den 14. Platz hier behalte.
So, diesmal den Rasen nicht eingesammelt. Sehr gut. Hm. Hinter mir ist er immer noch da. Schon wieder so weit raus. Da auch. Oh Gott. Nix, gute Reifen. So, hier einigermaßen gut rauskommen, dass der mit seinem DRS, was er bestimmt hat, jetzt nicht an uns drankommt. Ein bisschen in die Mitte fahren. Kommst du nicht vorbei. Kommst du nicht durch. Wie entfesselt jetzt nochmal auf die letzten zwei Runden. Hauptsache, ich bleib noch auf Platz 14 irgendwie. Bestimmt wird mich das Ferrari-Team nach dem nächsten Rennen, wenn ich da noch so eine Leistung abliefere, dann freundlicherweise darum bitten, das Team auch zu verlassen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, lang, kein Problem. Glaube ich. Hat Ferrari nicht immer so Schwarzbestände noch in seinem Tank? Bestimmt. Da geht doch noch was. Oh, mein Teamkollege hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und das nur, weil ich ihm hier hinten im Mittelfeld so schön den Rücken freigehalten habe, würde ich mal sagen. Das gibt ja hier in der Teamwertung dann gleich richtig Minuspunkte für mich. Da gibt es ja so ein teaminternes Ranking. Das hat er natürlich jetzt locker gewonnen. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich das Rennen auch wirklich zu Ende gefahren habe gleich, weil noch ist es ja nicht so weit, lieber noch nicht so laut schreien, ist das ja mal gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, das Video endet schon in der ersten Kurve. Aber noch leben wir. Und es sieht auch wirklich so aus, als ob wir ins Ziel kommen könnten. Ich glaube ja nicht, dass Herr Kiet hier jetzt noch Fahrfehler hinlegen will. Fast nochmal rangekommen. Vielleicht noch hier so. Nee, da macht er gleich die Tür zu. Hätte ich auch gemacht. Da werden wir nicht mehr drankommen. Der ist nochmal auf der Ziellinie. Nein, doch, oder? Ja. Ich hab den auf der Geraden noch überholt. Wieso war das denn nicht gut genug? Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist.
Ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Und jetzt wird es Zeit fürs Habt Podium. Ihr gehört, der Fahrer muss auch mal gelobt werden? Mich hat keiner gelobt, ne? Da überhole ich auf der Geraden noch und hole noch den 13. Platz. Das war nicht gut genug. Das war nicht gut genug. Aber freue ich mich für meinen Teamkollegen, der hat den ersten Platz gemacht. Tja, und ich würde sagen, mit dieser Bombensensation, dass Ferrari trotz alledem, aber auch nur, weil ich die Gegner im Mittelfeld aufgehalten habe, den ersten Platz geholt hat, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieses Videos. Ja, wie immer zum Ende eines Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.